Karl Wilhelm Otto Lilienthal steht für den verwirklichten Traum vom Fliegen. Der gebürtige Anklamer ist der deutsche Luftfahrtpionier schlechthin. Schon früh beschäftigte sich Lilienthal mit der Fliegerei, entwickelte beispielsweise ein Rotationsapparat für systematische Messungen zum Auftrieb. Mit den ersten Gleitflügen weltweit schrieb er 1891 Luftfahrtgeschichte. Viele Flugschüler auf der ganzen Welt eifern noch heute seinem beispielhaften Pioniergeist nach. Im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam können Sie den beeindruckenden Weg des Erfinders nacherleben. Viele Flugapparate Lilienthals sind als Exponate vorhanden, vom Flügelschlaggerät bis zum Hänggleiter. Das Museum erhielt für seine innovative Ausstellung bereits 1999 den European Museum of the Year Award. Neben der ständigen Ausstellung in der wunderschönen Nikolaikirche lohnt auch ein Blick in den Museumspark Aeronauticon. Hier steht Schauen, Spielen und Lernen im Mittelpunkt und das mit allem, was fliegt, vom Samen bis zum Hightech-Flugzeug. Die Ausstellung Baumeister für die Kunst läuft noch bis zum 18. März im Kunstmuseum Ahrenshoop. Im Mittelpunkt sozusagen das, was die Kunst umringt. Die Architektur von Museen. Und die kann durchaus selbst sehr kunstvoll sein. Renommierte Architekturbüros wie David Chipperfield aus Berlin oder Enrique Sebajano aus Spanien sind an der Ausstellung beteiligt. Museumsbauten als dienende Räume, die immer auch den Spagat zwischen Werkstatträumen und Kulturtempeln meistern müssen. Sehen Sie anhand von Modellen und Fotografien, wie Museumsräume heute modern gestaltet werden können. Das Albertinum in Dresden oder die moderne Galerie Saarland Museum dienen dort als plastische Beispiele. Am 17. März um 19 Uhr, anlässlich der Vernissage, spricht der bekannte Berliner Architekturkenner und Kritiker Wolfgang Kiel zum Thema Baukultur und die Notwendigkeit eines soliden Begriffs von Geschichtlichkeit.